Oh Mann, Leute, ich komme gerade von Mia nach Hause und jetzt gehe ich nach Hause. Hey du, da geh mir schnell aus dem Weg! Ah, du hast mich umgestoßen. Das ist nicht mein Problem! Hä, was war das denn für einer? Der hat mich einfach so umgestoßen, mitten in der Nacht hier auf der Straße. Was hatte der denn zu tun? Oh mein Gott, ey, der hatte es echt eilig. Und hä, was ist hier denn? Hier ist da irgendwie, hier ist eine Geldtasche. Hä, da ist die Polizei. Was passiert denn hier, Leute? Die Polizei ist einfach an mir vorbeigefahren. Ich habe hier jetzt so eine Geldtasche. Was soll ich denn damit anstellen? Der Typ ist gar nicht mehr da. Und die Polizei ist einfach an mir vorbeigefahren. Na ja, dann gehe ich jetzt erstmal nach Hause. Er hatte gesagt, das interessiert ihn alles nicht. Na, dann ja, ist ja alles in Ordnung so. Hey, hallo Mama und Papa. Ich habe eine ganze große Tasche voller Geld gefunden. Hey Babo, hast du dir etwa die Brookhaven Bank ausgeraubt? Nein, wie kommt ihr denn darauf? Na, das ist überall im Brookhaven TV. Hier läuft gerade ein Bankräuber durch. Brookhaven. Nein, da ist so ein Typ mit mir zusammengestoßen und dann hat er das einfach fallen gelassen. Der ist weggegangen und die Polizei ist ihn hinterhergefahren, aber. Ich habe die Bank nicht ausgeraubt. Komische Zufälle, Bapo. Da finde ich auch. Ich gehe jetzt nach oben in mein Zimmer. Gute Nacht. So, und jetzt, wenn ich hier gleich in meinem Zimmer bin, dann kann ich jetzt erstmal das ganze Geld zählen. Boah, Leute. Ich glaube, ich bin hier bei 950.000, 960.000, 970.000, 980.000. Das sind genau 1 Million Robux, Leute. 1 Million Robux, Alter, das ist so viel. Ich glaube, das werde ich meinen Eltern erstmal nicht erzählen. Guten Morgen, Leute. Gestern habe ich 1 Million Robux gefunden. Und jetzt gehe ich erstmal zur Schule. Ich bin jetzt hier in der Brookhaven Schule. Oh, hallo Mia. Ich muss dir unbedingt was erzählen. Du willst nicht glauben, was gestern passiert ist. Doch, Bapo, gestern hat jemand die Brookhaven Bank ausgeraubt. Nein, nein, das meine ich nicht. Mir ist gestern jemand reingelaufen und der hat mir 1 Million Euro dagelassen. 1 Million Robux, das ist so viel. Bapo, das glaube ich dir nicht. Mia, glaubst du, dass ich die 1 Million Robux zum Vervielfachen kann und dass ich zum ersten Roblox-Milliardär werde? Ach, Bapo, das glaube ich nicht. Das würdest du nicht schaffen, selbst wenn du 1 Million Robux hast. Ach, Mia, das werde ich dir schon zeigen. Ich mache mich jetzt sofort auf den Weg, um das Geld zu vermehren. Und ich habe auch schon eine Idee. Ich werde nämlich einfach bei einem Business einsteigen. Und das hier ist der Brookhaven Autoshop. Hier kann man Autos kaufen und hier kann man seine Autos reparieren lassen. Und ich möchte jetzt dieses Unternehmen kaufen. Hallo, lieber Mechaniker. Ich möchte dieses Unternehmen kaufen. Okay, Bafo, das kostet 600.000 Robux. Okay, ich werde Ihnen die 600.000 Robux geben. Wow, super, danke, Bapu. Möchtest du noch ein Auto kaufen? Ein Auto kaufen? Boah, hier diesen Sportwagen, den finde ich gut. Wie teuer ist der? Der Sportwagen kostet 300.000 Robux. Okay, dann werde ich dir jetzt 900.000 Robux geben. Bitteschön. Dankeschön. Auf eine gute Zusammenarbeit. Ja, das freue ich mich auch drauf. Und jetzt nehme ich das Auto und das fahre ich jetzt nach Hause. Das schenke ich nämlich meinen Eltern. Und jetzt habe ich noch 100.000 Robux. Bin jetzt wieder zu Hause. Hier, Mama, guck mal, ich habe euch ein Auto gekauft. Das schenke ich dir. Boah, Babe, du schenkst uns diesen coolen Sportwagen. Schau dir den mal an. Der war doch bestimmt teuer, oder? Ja, Mama, ich habe den für 300.000 Robux gekauft. Und ich habe mir die Autowerkstatt geholt. Boah, cool. Danke, Bapo. Es ist schon ein Jahr später, seitdem ich hier die Autowerkstatt gekauft habe. Hallo, lieber Mechaniker. Hallo, Bapu. Hier bekommst du deine jährliche Auszahlung von deinem Gewinn. Bitte schön, 1 Million Robux. Boah, danke schön, lieber Mechaniker. Also mit den 2 Millionen Robux, die ich sowieso schon hatte, und den 1 Million Robux habe ich mittlerweile schon 3 Millionen Robux. Ich werde immer reicher. So, ich bin jetzt wieder zu Hause. Jetzt habe ich gleich genug Zeit, an meinem Buch weiterzuschreiben, wie man richtig reich wird. Oh, hey, hallo Babo, du bist ja wieder zu Hause. Oh, hallo Mama und Papa. Du, Babo, kannst du uns 10.000 Robux geben? Genau, bitte, Babo. Hä, wofür braucht ihr denn schon wieder 10.000 Robux? Wir möchten einkaufen gehen, Babo. Oh Mann, ja, okay. Hier, bitteschön, die 10.000 Robux. Dankeschön, Babo. So, dann gehe ich jetzt nach oben und schreibe an meinem Buch weiter, wie man richtig reich wird. Oh Mann, wer klingelt denn da schon wieder? Okay, Mama und Papa sind ja shoppen gegangen. Dann gehe ich da jetzt zur Tür. Ich muss mir echt mal einen Butler oder so holen. Hallo. Ach, Mia, du bist's ja. Komm rein. Hallo, Bapo. Mia, was kann ich denn für dich tun? Ich bin gerade dabei zu arbeiten.
Ach, Barbara, du bist immer nur noch am Arbeiten. Ich wollte vorbeikommen, damit du mal wieder mit mir spielst. Ach, Mia, ich habe keine Zeit zum Spielen. Ich muss arbeiten. Du weißt doch, ich möchte der erste Roblox-Milliardär überhaupt werden. Oh Mann, Barbo, okay, dann arbeite du mal schön weiter. Ich gehe wieder weg. Mia ist einfach noch zu klein. Sie hat's nicht verstanden. Ich muss arbeiten. Ich muss an meinem Buch weiterschreiben. Herzlich willkommen, Barbo. Schön, dass du bei uns heute die Zeit gefunden hast, in der Brookhaven Show dabei zu sein. Dankeschön, das freut mich auch. Ich bin ja der neue Autor des How to Get Rich Quick in Brookhaven. Genau, und wie wir alle wissen wollen, ist, wie man ganz schnell reich wird, Barbo. Und da bist du natürlich der perfekte Kandidat. Wie viel Geld hast du denn jetzt schon? Also diese Frage finde ich echt unangebracht. Über sein Geld spricht man doch gar nicht. Warum stellen Sie denn so eine dreiste Frage? Ich sag Ihnen doch, frag Sie doch auch nicht, wie viel Geld Sie haben. Aber um die Frage zu beantworten, ich habe gerade 14 Millionen Robux. Oh Mann, Barbo, das ist ja ganz schön viel. Und dein Bestsellerbuch wurde natürlich auch schon richtig oft verkauft. Und damit hast du doch auch schon 2 Millionen Robux gemacht. Genau, ich habe jetzt insgesamt 16 Millionen Robux. Okay, danke, Barbo. Es hat mich sehr gefreut, dass du die Zeit für uns hattest. Ich mich auch. Danke, Barbo, für das Interview. Freut mich wirklich. Ich bring dich noch schnell nach unten. Ach, danke schön, lieber Moderator. Bis irgendwann mal. Oh, meine Eltern sind auch da. Vielleicht sind die ja hier, weil die meine Übertragung im Fernsehen gesehen haben und richtig stolz auf mich sind. Oh, hey, hallo, Barbo. Wie geht's dir? Hast du ein bisschen Geld für uns? Oh Mann, das war doch wieder klar. Ihr wollt nur was von mir, wenn ihr Geld haben wollt. Ich war gerade im Fernsehen. Seid ihr denn gar nicht stolz auf mich? Doch, ja, Barbo, wir sind stolz auf dich. Hast du noch ein bisschen Geld für uns? Nein, das geht nicht. Ich ziehe jetzt aus. Ihr wollt immer nur was von mir, wenn ihr mein Geld haben wollt. Und dafür bin ich mir zu schade. Ich werde mir mein eigenes Haus kaufen. Und dann werde ich in meinem eigenen Haus leben. Ohne euch. Und dann habe ich keine Verpflichtungen mehr an euch. Bis auf niemals Wiedersehen. Oh Mann, ich habe mir jetzt mein eigenes Haus gekauft. Für 2 Millionen Robux. Und jetzt habe ich noch 12 Millionen Robux. Aber endlich kann ich alleine bei mir zu Hause in meinem eigenen Zuhause wohnen. Ohne Mama und Papa. Oh Mann, ey. Ich bin zwar schon richtig reich, aber ich will ja noch Milliardär werden. Und deswegen muss ich irgendwie noch reich werden. Ich glaube, ich werde zum Boxer. Boxer kriegen ja immer richtig viel Geld für den Boxkampf, den sie gewonnen haben. Ich glaube, das mache ich. Und dann werde ich gegen Felix boxen und richtig reich werden. Super, Apo. Herzlichen Glückwunsch. Du hast den Boxkampf gegen Felix gewonnen. Durch Fernsehausstrahlung und Sponsoren haben wir ein Preisgeld von 100 Millionen Robux. Wow, 100 Millionen Robux. Dabei habe ich ja schon 52 Millionen Robux. Herzlichen Glückwunsch, Barbo. Hier deine 52 Millionen Robux. Wow, danke schön. Jetzt habe ich einfach 152 Millionen Robux. Dann fahre ich jetzt nach Hause mit meinem Supersportwagen. Let's go. So, ich bin jetzt zu Hause. Hä, was ist da denn für ein Schmarotzer bei mir auf der Terrasse? Betteln und Hausieren gibt's bei mir nicht. Oh, hallo Mia, du bist's ja. Schön, dass du da bist. Oh, hey Barbo, ich bin's. Ich bin hier, weil deine Familie dich vermisst. Und, weil ich dich vermisse. Ach Mia, ich glaube nicht, dass mich meine Familie vermisst. Meine Familie vermisst nur mein Geld. Sie wollten nie was mit mir zu tun haben. Sie haben mich nie unterstützt. Sie haben gar nichts gemacht. Ach Barbo, das sehe ich ein bisschen anders. Sie haben dich doch immer unterstützt. Sie haben die Polizei nicht gerufen, als du die Millionen Robux gefunden hast. Und wir wissen doch alle, dass sie vom Bankraub kamen, Barbo. Und deine Familie hat immer nur zu dir gehalten. Und sie haben immer nur noch Geld gefragt, wenn sie wirklich welches brauchen. Ach Mia, das sehen wir dann halt ein bisschen anders. Ich gehe jetzt rein, du darfst gerne gehen. Oh Mann ey, mittlerweile habe ich schon 100 Millionen Robux. Und es sind schon 10 Jahre später. Mir geht's richtig gut. Ich habe so viel Geld. Und mein Ziel, die 1 Milliarde Robux, die habe ich auch schon fast erreicht. Nur noch 400 Millionen Robux fehlen. Oh, mein Handy klingelt ja. Hallo, wer ist denn da? Ach, Papa, du bist, was gibt's denn? Ach, Papa, du musst mal ganz schnell vorbeikommen. Es gibt was Wichtiges in der Familie. Okay, Papa, ich mach mich auf den Weg. Ab zur Familie. Auf geht's, auf geht's, auf geht's. Ab zum Brookhaven Krankenhaus. Ich hab gehört, hier ist ein Notfall. Also los.
So, ich bin jetzt im Brookhaven Krankenhaus. Hallo Mama und Papa, ich bin's, euer Sohn Bapo. Was ist denn los? Bapo, deine Mutter ist schwer krank. Mir geht's nicht gut, Bapo. Was, dir geht's nicht gut hier? Ich hab Geld für euch, nimm das Geld. Das sind 100 Millionen Robux. Damit könnte ich die Ärzte wieder gesund machen. Nein, Bapo, so einfach funktioniert das nicht. Geld wird da nicht helfen, Bapo. Gesundheit kannst du dir nicht gegen Geld kaufen. Was, das kann man sich nicht gegen Geld kaufen? Nein, Bapo, das geht nicht. So, es sind schon 5 Jahre später. Das hier ist mein neues Haus. Oder das Haus der ganzen Familie. Ja, genau, ihr habt richtig gehört. Ich habe meine ganze Familie zu mir geholt. Und Mia. Wir haben schon 5 Jahre später. Ihr fragt euch vielleicht, wie viel Geld ich habe. Ich fühle mich auf jeden Fall so, als hätte ich 1 Milliarde Robux, weil ich bei meiner Familie bin und es meiner Familie es einigermaßen gut geht. Nun komm schon, Bapo. Sag doch, wie viel Geld du wirklich hast. Okay, Mia. Wenn du das wirklich wissen willst, ich habe mein Ziel erreicht. Ich habe 1 Milliarde Robux und damit bin ich der reichste Roblox Spieler auf der ganzen Welt. Bapo, wir sind so stolz auf dich. Dankeschön. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann schau dir jetzt das Video auf der rechten oder linken Seite an.